Guten Morgen, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading bzw. JFD Devisenradar Live Trading. Erst ein Stück weit später. Ich begrüße Sie so oder so hier am heutigen Morgen, dem Freitag, 21.08. Wir wollen natürlich wieder den FX-Markt beleuchten und hierbei speziell den Euro gegenüber dem australischen Dollar ins Visier nehmen. Euro gegenüber australischen Dollar. Wir erfahren unlängst, und das ist auch sehr, sehr, sehr schön zu sehen hier aufgrund dieser Konstellation des Währungsüberblicks, dass der Australdollar unverändert unter Druck bleibt. Die Ängste, dass hier China ja mehr und mehr abknickt, abwinkt, sich verabschiedet, insofern hier auch die Abhängigkeit von Australien deutlich wird in Sachen Wirtschaftsbeziehungen, könnte das natürlich hier eine weitere Abschwächung generell Australiens bedeuten. Das zieht den Aussie runter und das schon seit einigen Tagen. Um nicht zu sagen, schon seit ohnehin langer Zeit, gerade gegenüber dem US-Dollar. Aber gegenüber dem Euro hat sich hier auf jeden Fall eine interessante Konstellation ergeben, die wir auch unlängst schon einmal in unseren diversen Checks auf diversen Webseiten und natürlich hier auf GodmoreTrader zur Beschau gestellt haben, hier speziell am 19.08. Da ging es eben darum, hier diesen möglichen Ausbruch ja, zu handeln. Die Frage ist eben nur, wie man diese Trendbewegung handelt. Hier war praktisch ein Vorschlag, eine Idee, Entries im 50 Pips oder Pip-Abstand sozusagen nach oben und nach unten sozusagen aufzureihen, nach dem Motto, wenn es eine Konsolidierung im Trend gibt, okay, dann versuche ich günstigere Einstiege zu finden. Gibt es hingegen eine Konsolidierung in Trendrichtung nach oben, dann will ich da natürlich sozusagen nach Breakout-Manier dabei sein. Also insofern ganz interessant und wir gehen jetzt mal hier in den aktuellen Live-Chart, denn was ist passiert? Man ist hier komfortabel direkt am Folgetag in die Ausbruchsbewegung reingekommen. Australdollar wieder deutlich unter Druck. Hing auch gestern mit dem, ich sag mal, fast schon Ausverkauf an den internationalen Aktienmärkten zusammen. Aber hier profitiert in jedem Falle der Euro und natürlich der Australdollar geriet entsprechend stark unter Druck. Da halfen auch gewisse Erholungsbewegungen untertags dann nicht mehr. Die Stimmung war hier eindeutig zu bärisch. Letztlich erfolgte der Ausbruch hier, da müssen wir uns direkt mal rausscrollen, über dieses Widerstandslevel hier im Bereich 1,2530, 1,2535 roundabout plus minus ein paar Pips. Und genau dieser Ausbruch glückte eben am gestrigen Handelstag. Und mit der Annahme eben, dass hier ein Momentum nach oben erfolgen kann, war die Idee hier, sich einstoppen zu lassen. Und siehe da, alle drei Positionen sind gefüllt worden und jetzt hat man hier sozusagen die Möglichkeit, entweder schon Teilgewinne mitzunehmen, beziehungsweise auf jeden Fall den Trade abzusichern, zumindest den obersten hier im Bereich 1,5250. Soll heißen, hier sollte, wenn es zu einem Pullback kommt, der Markt drehen. Insofern sollte man sich hier dann nicht mehr die Gewinne abnehmen lassen. Im Zuge der heutigen Tageskerze wären sogar auch schon Gewinnmitnahmen am Morgen denkbar gewesen, um eben mit einer Restsize sozusagen dabei zu bleiben. Sollte es hier zu einer Konsolidierung nochmals kommen, ja, also jetzt hier praktisch in Pullback-Manier, dann würde sich hier zum Beispiel die erste Entry-Position hier bei 1,5250, die man hier im Ideal jetzt bzw. im oberen Teil der heutigen Tageskerze schon versilbert hat, würde sich zum Beispiel ein Re-Entry anbieten, um hier sozusagen in diese Konsolidierung einzuschwenken, ja, und infolgedessen dann praktisch hier auf den Pullback zu setzen. Diese Option ist durchaus denkbar. Ansonsten ist es auf jeden Fall zweckmäßig, die anderen zwei Positionen, die hier komfortabel im Gewinn sind, laufen zu lassen auf Break-Even. Schrägstrich die unterste könnte man zum Beispiel hier auch auf 1,52 anheben, um sozusagen den Gewinn zu sichern, der angelaufen ist. Das ist natürlich immer eine denkbare Option. Sozusagen hätte man hier auf jeden Fall da auch schon den Profit mit. Hier wären wir plus und minus 0 raus, um unter Umständen, falls eine Bewegung stärkerer Natur erfolgt, dann praktisch in ähnlicher Manier nochmal zuzugreifen und entsprechend eben Kapitalreserven bereit zu haben. Denn ein solcher Trade ist, wie gesagt, das dürften Sie auch kennen, einer von vielen. Das heißt, ein Trade ist hier nie überzubewerten und sollte deswegen auch nie überkapitalisiert sein. Und wenn man sozusagen hier mit drei Orders reingeht und nochmals drei Orders jetzt nach unten hier aufbaut, im 50 Pip Abstand zum Beispiel, dann wäre es hier auf jeden Fall denkbar, dass man hier diese Positionen dann entsprechend gewichtet, um nicht zu überhebelt im Markt zu sein. Also hier einen 50 Pip Abstand dann entsprechend immer mit dem Money Management abzugleichen, wie viel pro Position kann ich hier eingehen im Verhältnis zum Stopp. Und wenn wir jetzt im Verhältnis zum Stopp schon unterwegs sind, dann ist hier auf jeden Fall die Annahme die,
dass wir diese Unterstützung hier im Bereich 1,4995, roundabout 1,50. Ja, da ist hier auch das Tief vom 17.8. bei 1,4992 ganz interessant. Da sollten wir natürlich nicht runterfallen. Also hier die Stop-Levels der damaligen Analyse müssten jetzt hier auf jeden Fall auf 1,4950 beispielsweise raufgezogen werden. Das wäre hier ein komfortables Level. Könnte auch auf 1,49 ziehen. Das soll heißen, wenn man jetzt hier Einstiege pflegt, dann ist es wichtig, dass man sich hier absichert. Ein neues Reaktionstief sollte es nicht geben. 1,4992 darf rein technisch, sollte rein technisch nicht unterschritten werden, nicht nachhaltig zumindest. Und dann könnte man hier diesen Zug zum Beispiel weiterreiten. Ich mache es jetzt mal symbolisch. Wenn das hier eine mögliche Idee wäre zur Fortschreibung der Entwicklung, dann könnte das dann praktisch so aussehen. Ja, also hier nach oben sicherlich noch Potenzial. Das wäre auch ein interessanter Punkt, um hier diese offenen Positionen noch zu versilbern, beziehungsweise auch hier wieder Gewinne mitzunehmen. Denn natürlich, wenn wir hier die obere Trendkanallinie haben, dann haben wir hier einige Kerzen. Sie sehen es auch hier immer zuletzt an diesen Aufwärtsimpulsen. Wenn diese erfolgen, dann relativ deutlich, und genau in so einem Impuls sind wir. Wenn dieser sich weiter fortschreiben sollte, dann wäre hier im Bereich 1,56 aber spätestens der Zeitpunkt erreicht, um hier Gewinnmitnahmen durchzuführen und hier sozusagen dann eine mögliche Konsolidierung vielmehr wieder aufzunehmen. Euro-Out auf jeden Fall interessant, aber auf jeden Fall auch Obacht geben, wenn er hier bei 1,56 ist, sollte man Gewinne mitnehmen. In jedem Falle, wenn er nach unten läuft, wie gesagt, dann empfiehlt es sich wieder hier in die Trendbewegung einzusteigen, denn wie kann man Trendbewegung handeln? Eben hier rein korrektiv die Konsolidierung zu traden oder eben weitere Ausbruchshochs. Das hat sich hier hervorragend ja, als Ergebnis dargestellt. Man hat dem Markt sozusagen die Entscheidung überlassen. Die Entscheidung ist gefallen. Der Markt ist nach oben weiter ausgebrochen und jetzt gilt es eben mal abzuwarten, was passiert. Was Sie tunlichst vermeiden sollten, ist, sich hier praktisch die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Also jetzt hier den Stop unverändert zu weit wegzulassen. Das wäre meines Erachtens nicht empfehlenswert. Es sei denn, Sie sind hier unter Trading-Gesichtspunkt mit einer langfristigen Position am Markt, die hier dann auch Ziele hat, die im Bereich von 1,60 und höher liegen. Doch das kann natürlich keiner voraussehen, ob es tatsächlich so kommt. Wir müssen mal abwarten, was der Markt noch macht. Der Euro-US-Dollar selbst hat jedenfalls ein Stück weit Potenzial bekommen, hier weiter nach oben aufzudrehen. Das wird ganz spannend sein, wie das weitergeht. Dazu hatten wir auch gestern erst ein Video gemacht. Schauen wir mal, was da noch passiert. Wir schalten uns heute sicherlich nochmal auf das ein oder andere Währungspaar. Ich sage erstmal danke fürs jetzige Dabeisein, liebe Zuschauer. Wünsche Ihnen noch einen schönen Resttag. Und wenn Sie mögen, hören wir uns natürlich dann alsbald wieder. Doch kleine Info am Rande. In der kommenden Woche wird es erst ab dem Donnerstag das Devisenradar wieder geben. Das heißt, Montag, Dienstag, Mittwoch wird das Devisenradar ausfallen. Erst am Donnerstag kommt die nächste Sendung zum Devisenradar. Das als kleine Vorab-Info für alle Zuschauer. Ich wünsche Ihnen jetzt trotzdem erstmal eine gute Zeit und nachher hören wir uns natürlich trotzdem zum JFD Live Trading TV. Bis dahin, beste Grüße und tschüss.